Hi, ob ich Ökumene wichtig finde? Noch vor Jahren, wenn ich das Wort Ökumene gehört habe, dann ist es mir eigentlich dabei nicht so gut gegangen. Weil ich mit Ökumene irgendwie etwas verbunden habe, nämlich ein Reduzieren meines eigenen Glaubens oder Glaubenswahrheiten, die aus der Lehre der katholischen Kirche kommen, das so zu reduzieren, dass von meiner Identität als Katholik nicht mehr viel übrig bleibt. Und ich bin aber gern Katholik. Und ich liebe die Lehre der Kirche. Ich finde sie auch total richtig. Und ich finde sie auch so extrem schön. Ja. Und sie ist mit Christus auch. Es ist nicht zu trennen. Man kann aus meiner Sicht die Lehre von Christus nicht trennen. Das ist meine Überzeugung. So. Dann kam der Tag, wo mir die Idee von einem Gebetshaus so gut gefallen hat. Und da gab es dann ein Seminar in Augsburg. Und wie man ein Gebetshaus gründet. Und da bin ich dann mit meinem Bruder hingefahren. Und es war ein Seminar mit 200 Teilnehmern. Und das war natürlich bunt gemischt, nicht? Und schon am ersten Abend beim Lobpreis bin ich da gestanden, wie angewurzelt. Es war eine geistliche Atmosphäre, die unglaublich war. Und ich hatte dann Begegnungen mit anderen Geschwistern aus anderen Teilkirchen. Das hätte ich vorher nie so gesagt. Ja, hätte ich gesagt, mit Protestanten, mit Freikirchlern und so. Jetzt sage ich Geschwister. Und ich habe Momente mit denen und Gespräche mit denen gehabt. Da werde ich jetzt noch ganz ergriffen. Und ich habe vor allen Dingen, was ich gesehen habe, ist, dass Leute aufgehört haben, auf Standpunkten zu beharren, wo es momentan keinen Sinn hat, darüber zu reden. Ja, das ist wie in einer Beziehung mit meiner Frau. Ich kann Recht haben, aber die Rechthaberei ist ein Luder, ja, weil man hat ja oft Recht mit einem Hintergrund, der wahr ist, zumindest glaubt man es. Und es ist ja auch absolut möglich. Man kann mit der Wahrheit, auch wenn sie absolut wahr ist, Recht haben und es dem anderen unmöglich machen, es anzunehmen. Und es muss nicht immer Thema sein. Es ist überhaupt nicht zielführend in vielen Fällen. Was zielführend ist, was immer zielführend ist, ist, sich wohlwollend zu begegnen. Den Blick darauf zu haben, was verbindet. Und das ist in allererster Linie Christus. Wenn es die Lehre nicht ist, Jesus kann es sein. Und unser Herz ist dazu gerufen, dass alles, was uns hindert, einander zu lieben, eben in der Liebe zu überwinden. Und genau das habe ich dort gesehen. Ich habe gesehen, wie ein freikirchlicher Pastor sich zu einem katholischen Priester gegangen ist in Berlin und gesagt hat, hey, lass uns doch miteinander so ein Gebetshaus gründen. Alleine schaffe ich es nicht. Und es geht ja bei einem Gebetshaus überhaupt nicht darum, eine eigene Konfession zu sein, eine eigene Gemeinde zu sein, eine eigene Sache zu treiben, sondern es ist einfach eine Gebetsinitiative. Und es ist wunderbar zu sehen, dass das ein Ort sein soll, wo Leute gerne beten und gerne Gott anbeten, jeder Konfession, und dann wieder zurückgehen in ihre Gemeinden,
um die dort auch zu bereichern. Und was mir so gefallen hat, ist diese Form der Ökumene, wo man sagt, wir werden die Lehre unserer Kirche respektieren, wir werden es nicht vermischen, aber wir werden uns auch nicht daran hindern lassen, miteinander Jesus anzubeten. Und ich muss sagen, die Atmosphäre, die geistliche Atmosphäre dort hat seinesgleichen gesucht und es ist nach wie vor so, weil Gott Gefallen daran hat, dass wir aufhören zu kritisieren und Recht zu haben, ja, vielleicht eben auch mit guten Gründen, aber das ist ja der Kunstgriff des Bösen. Der kommt gern mit der Wahrheit zum falschen Zeitpunkt. Ja, also Gott findet Gefallen daran, dass wir einander in Liebe zugetan sind. Das ist definitiv so. Es darf jeder sein, ja, und auf dem Weg sein. Das muss man zugestehen. Man kann nicht lieblos mit der Wahrheit drüber fahren. Das kann keiner annehmen. Das kann ich nicht annehmen. Und genauso hatte ich Verletzungen von Ex-Katholiken, die Freikirchler geworden sind und die mit ihrer Wahrheit angetanzt sind und mich als halben Satansbraten abgestempelt haben. Ja. Als Marienanbeter und was weiß der Kuckuck alles. Und ich liebe die Mutter Gottes. Ich liebe sie sehr. Und ich werde auch nicht aufhören. Und das müssen andere aushalten. Es tut mir leid. Die sind dann auch gerufen, das in Liebe zu überwinden. Ja. So. Es hat so lange gedauert, jetzt kann ich die andere Episode nicht mehr erzählen. Die soll meine Frau erzählen, weil die betrifft es eigentlich. So. Ich wünsche dir einen schönen, gesegneten Tag.